Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich am frühen Morgen. Es ist Montag und ich möchte ein Video machen zu einem Thema, das sich eine Zuschauerin schon lange gewünscht hat. Und zwar geht es in diesem Video um die Frage, wie gehe ich mit jemandem um, der sich komplett verändert. Es gibt ja diesen Begriff in der Bioethik. Die Bioethik ist eine Teildisziplin der Ethik und diese wiederum ist eine Teildisziplin, also ein Teilbereich der Philosophiewissenschaft. In der Bioethik oder Medizinethik geht es auch seit vielen, vielen Jahren um eine zentrale Frage, nämlich welchem Lebewesen kommen denn Personenrechte zu? Also Rechte, die nur einer Person zukommen. Du bist eine Person, ich bin eine Person, da zweifeln wir wohl nicht dran. Aber was ist mit Menschen, die nicht mehr so autonom, also selbstbestimmt handeln können? Zum Beispiel bei schwerer Depression, bei unfallbedingten Gehirnschaden, bei Wachkoma. Das sind ja dann Menschen, die als nicht mehr ansprechbar gelten, die aber auch noch da sind. Wie soll man denn mit diesen Menschen umgehen? Das sind alles Fragen, die ich innerhalb eines Forschungsprojektes im Jahr 2000 bis 2005, 6, 7 behandelt habe. Das war ein interdisziplinäres Forschungsprojekt und da ging es wirklich darum, erstens, wem kommen Personenrechte zu? Zweitens, wie geht man mit Menschen, mit Personen um, die eben in ihrer Personalität, also in ihrem Personsein eingeschränkt sind, die keine Pläne mehr für die Zukunft machen können? Das ist eben so ein Feature, so eine Eigenschaft, die man gemeinhin Personen zuschreibt und woran man auch als Indikator eine Person definiert und erkennt in der Bioethikwissenschaft. Ja, also die können da keine Pläne mehr machen, die können sich selbst nicht mehr als Entität, die in der Zeit existiert, also als Wesen, als Mensch, als Person, die in der Zeit existiert, also gestern habe ich existiert, heute existiere ich, morgen existiere ich, die können sich so nicht mehr identifizieren, weil sie eben eine Hirnschädigung haben, entweder angeboren oder eben durch Unfall oder durch verzögerte Wiederbelebung nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also das ist ein zentrales Thema. Wie sollen wir denn mit solchen Menschen umgehen? Und die Frage der Zuschauerin ist aber noch viel spezieller, nämlich wie soll ich denn mit einem Angehörigen, einer Verwandten, einer geliebten Person umgehen, wenn sie sich gar nicht mehr ähnlich ist? Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich hatte einen wunderbaren väterlichen Freund und Mentor, einen Universitätsprofessor, der hat mich immer gefördert gehabt und plötzlich war der wesensverändert. Als ich zu Besuch zu ihm kam, da fiel mir schon auf, dass er so Schwierigkeiten hatte, zeitliche Zuordnungen zu machen, soll heißen, er wusste zum Beispiel nicht mehr, ob seine Zugehfrau, Reinigungskraft, wie immer man das nennen will, seine Aufräumerin, gestern oder vor einem Monat auf dem Teppich ausgerutscht war. Das wusste er nicht mehr. Und als er mich mit dem Auto nach Hause fuhr, nach meinem Besuch seiner Familie und bei ihm, da hatte er mitten auf der Autofahrt so eine Art Aussetzer, kognitive Lücke und sagte dann plötzlich zu mir, wo fahren wir eigentlich hin? Beziehungsweise, wo ist das doch gleich? Dabei hatte er mich dutzende Male nach Hause gefahren. Also das sind Vorzeichen einer beginnenden, oder können Vorzeichen einer beginnenden Demenz, in dem Fall vom Alzheimer-Typus sein. Das ist eine Einschränkung in der Autonomie, soll heißen, diese Person stirbt sozusagen sukzessive aus sich hinaus, so wie Rauch aus einem Schornstein entweicht, so entweicht die Personalität, entweichen all diese Fähigkeiten, die ich vorhin als Features für Personalität, also für Personensein genannt habe, die entweichen aus der Person. Es klingt alles ein bisschen komplex, es ist ja auch ein Wissenschaftsthema, ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, wenn du es dir an Weihnachten noch bestellen willst, noch zum Jahreswechsel, es heißt Abbilder Gottes, weil ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass eigentlich alle Menschen, und jetzt sage ich wirklich alle Menschen, und dann gehe ich gleich auf deine Frage, liebe Zuschauerin, ein, alle Menschen sind Menschen und meines Erachtens, meiner Forschung nach, ich habe ja ganz viel geforscht zu diesem Thema in Krankenhäusern, in Kliniken, auf Demenzstationen, auf Wachkoma-Stationen, auf nephrologischen, also Nierenkrankheitsdialysestationen etc. Meine Quintessenz war, man sollte mit jeder Person, auch wenn sie in ihrer Selbstbestimmung vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt ist,
vorübergehend wäre, du bist in der Patientenrolle und kennst dich nicht mehr aus, ne? Das wäre so eine Light-Version von Autonomieverlust, du bist desorientiert, du bist auf Hilfe angewiesen, weil du momentan im Schock bist, in der Panikattacke steckst, in einer schweren Depression befangen bist. Auch das ist eine Autonomie-Einschränkung, denn du bist ja nicht so wie gewohnt fähig, Pläne zu schmieden, du bist nicht so wie gewohnt fähig, dich selbst zu erkennen und dich quasi zu identifizieren als die oder der, der du bist. Das heißt, du hast auch ein bisschen Identitätsverlust, vielleicht wenn du dissoziiert bist, zum Beispiel wenn du quasi dir von oben wie von oben zusiehst und gar nicht das Gefühl hast, wenn du zum Beispiel in der Psychiatrie dich einliefern hast lassen oder eingeliefert wurdest, hast du vielleicht gar nicht mehr das Gefühl, mit in dieser Szene zu spielen und bist irgendwie so außen vor. Auch das ist schon Autonomieverlust, aber noch nicht so ein radikaler natürlich, wie wenn jemand im Koma oder Wachkoma liegt. Das wäre dann dauerhaft, wenn es das Wachkoma, das sogenannte apathische Syndrom ist. Dann liegt man ja nur noch da, kann nicht sprechen, kann manchmal nicht mal zwinkern, kann überhaupt nicht signalisieren. Es gibt ja auch dieses Locked-In-Syndrom, wo man da liegt und eigentlich alles mitbekommt. Das ist wieder anders als das apathische Syndrom, das Wachkoma, das ich gerade erwähnt habe. Da liegt man da in diesem Locked-In-Syndrom, wie der Name schon sagt, man ist eingeschlossen im Körper, kann nicht signalisieren. Natürlich entscheiden dann andere, sind andere deine rechtlichen, juristischen Vertreter vor dem Gesetz und sollten in deinem Interesse entscheiden. Und deswegen ist es so, so wichtig mit Personen, und jetzt komme ich zum Output des Forschungsprojektes, mit Personen, die in ihrer Autonomie vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt sind, trotzdem so umzugehen, als wären es vollständig autonome Personen. Warum? Weil ansonsten eine Verrohung droht. Es droht eine Verrohung, eine Abstumpfung, wenn du es als Pflegekraft zum Beispiel gewohnt wirst, mit Menschen wie mit Sachen umzugehen. Wir haben schon Pflegekräfte, die völlig überlastet in meine Praxis kamen, mitgeteilt, dass sie manchmal das Gefühl hatten, durch diese ständige Dokumentationspflicht, die immer noch zunimmt und zunimmt, dass sie schon das Gefühl hatten, wenn sie nur mehr so einen Handschuh drüber hatten und gar nicht mehr den Patienten unter Ansprache, also mit ihm im Gespräch, im Dialog führend, pflegen, reinigen, säubern, bei der Hygiene unterstützen konnten, wenn sie ihn quasi nur mehr so abstaubten, sagten sie, indem sie mit dem Handschuh so drüber fuhren und gar nicht mehr richtig eine Körperwäsche vornehmen konnten. Weißt du, was ich meine? Es ist ja so tragisch. Es ist jetzt echt ein Galgenhumor-Lachen, weil diese Dokumentationspflicht wirklich diese Beziehungsebene nahezu nicht nur bedroht, sondern auslöscht zwischen Ärzten, Patienten, Pflegenden und Patienten. Das war mein zentrales Thema, das zu fokussieren. Was kann man hier verbessern? Und verbessern kann man Folgendes, dass man die Würde des Menschen, das ist das Wichtigste, was ich in diesem Video zum Ausdruck bringen will, nicht nur sieht, sondern auch beachtet, achtsam mit Menschen umgeht, die in ihrer Autonomie, in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt sind, die nicht wie Hascherle, sagt man in Österreich, nicht wie halbe Portionen von oben herab abfertigt oder gar nicht mehr ernst nimmt, sondern gerade diese Menschen müssen in ihrem So-Sein, das hat der Sozialpsychiater Klaus Dörner aus Hamburg in einem Kooperationsgespräch mit mir damals so klassisch gesagt, man muss sie in ihrem So-Sein, mit Bindestrich dazwischen, in ihrer Seinsweise, in ihrer speziellen Seinsweise anerkennen. Und das passt jetzt genau zu diesem hochbrisanten, topaktuellen Thema mit dem assistierten Suizid beziehungsweise der passiven und der aktiven Euthanasie, wo es ja jetzt zumindest in Österreich eine Gesetzesänderung gab, wo bestimmte Schleusen geöffnet wurden, was ja im Prinzip eine Autonomieförderung ist, wenn jetzt jemand wirklich den Wunsch hat, aufgrund von ärgsten Schmerzzuständen, die nie besser werden und die medizinisch nicht therapierbar und nicht heilbar sind, zu sterben, dann ist es natürlich ein Akt der Menschlichkeit, ihm dabei behilflich sein zu dürfen, sollte man meinen. Auf der anderen Seite öffnet es natürlich eine Schleuse und kann es sein, dass so ein sozialer Druck, so ein gesellschaftlicher Druck entsteht bei Menschen, die eben sich komplett verändert haben, die dement sind, die nicht mehr arbeiten können, die das Gefühl haben, ich habe keinen Wert mehr, weil ich nichts mehr leisten kann, beziehungsweise ich falle meinen Angehörigen nur noch finanziell zur Last. Und dieser soziale Druck kann dann sein, dass solche Menschen dann entweder von sich aus oder auf Druck der Angehörigen, die ja auch so einen psychischen Druck machen können, so quasi, ach Gott, und wir können uns nichts leisten wegen dir, Oma, und so weiter. Ich persifliere es jetzt ein bisschen, um es deutlich zu machen, aber in Wirklichkeit ist die Realität nicht so weit weg von den Persiflagen und den ironischen Parodien, manchmal die Kabarettistinnen und Kabarettisten machen.
Das ist ein hochbrisantes Thema, ein heißes Eisen, was ich hier in diesem Themenfeld auch nur antippen kann. Ja, also es ist echt, echt schlimm, wenn dann dieser soziale Druck entsteht und Menschen dann deswegen den Wunsch äußern, ich möchte jetzt schon mein Leben zu Ende führen. Ja? Und das soll eben nicht passieren, dass irgendjemand sich genötigt fühlt, zugunsten anderer den Platz zu räumen. Das soll nicht passieren, denn dann wird die Menschenwürde, der Wert des Lebens des Einzelnen untermauert, degradiert, kaputtgeschlagen. Ja? Und dann gibt es wirklich wieder so eine Klassengesellschaft, wo die einen ein werthaftes Leben haben und die anderen, die weniger können, weniger Fähigkeiten haben, ein unwertes Leben haben. Und dann sind wir wieder in der Zeit, in die wir nie wieder zurück wollen. Ich glaube, dass du jetzt zwischen den Zeilen lesen kannst, dass ich nicht noch deutlicher werden muss. Ich möchte das jetzt auch gar nicht im Rahmen dieses Videos. Ich möchte nur nochmal auf die Zuschauerin eingehen. Mein Tipp, meine Empfehlung für dich gerade an Weihnachten, begegne dieser Person, die sich so stark verändert hat, die sich vielleicht anders anfühlt, auch anders riecht. Nicht mehr diese Wohlgestalt, diese wohltuende Gestalt und Begegnung, die er bietet wie früher, begegne ja trotzdem achtsam. Achte aber auch diese Nähe und Distanz Regulation achtsam zur Hand haben soll heißen, zwing dich nicht aus schlechtem Gewissen oder aus Schuldgefühl, weil du nicht mehr dieselben Empfindungen der Person entgegenbringst oder sie halt nicht mehr so ausagieren kannst zu irgendeinem standardisierten Verhalten. Also brauchst du jetzt nicht in den Arm nehmen, wenn du eine innere Hemmung hast. Versuch einfach da zu sein, dich dieser besonderen Seinsweise der Person anzupassen, ohne dich dabei aufzugeben. Achte gut auf deine Grenzen, spür, wie es dir damit geht, achte auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl, das ist das wichtigste Tool im Leben. Ich freue mich auf dich, danke für dein Abo, danke für dein Däumchen hoch, danke, dass du da bist, diesen Kanal unterstützt, supportest, danke dieser tollen Community, frohe Weihnachten, frohe Festtage, tschüss, bis gleich. Eure Meinung interessiert mich natürlich.